Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Und damit auch über die Definition von Genuss. Wo sich der eine entspannt zurücklehnt, fängt für den anderen der pure Stress an. Gemeint ist das Rauchen. In Zukunft sollen Schockbilder auf Zigarettenpackungen dafür sorgen, dass einem die Lust daran endgültig vergeht. Fotos von schwarzen Lungen, Raucherbeinen und fauligen Zähnen. So hat es das EU-Parlament Ende Februar beschlossen. Caroline Sokkele hat sich erkundigt, was die Kölner davon halten. Jährlich sterben rund 700.000 EU-Bürger an den Folgen des Rauchens. Eine neue EU-Richtlinie soll den Tabakkonsum jetzt noch unattraktiver machen. Auf Zigarettenschachteln sollen zukünftig abstoßende Schockbilder gedruckt werden. Der Kölner Peter Heinrichs ist Tabakhändler und Genussraucher. Bei ihm stoßen die Gesundheitshinweise auf Unverständnis. Hier sind Leute ins Spiel gebracht worden, die nichts anderes tun, als sich Dinge zu überlegen, um die Bürger in irgendeiner Weise zu gängeln. Heute muss alles reglementiert werden in Deutschland. Bereits mit 11 half Heinrichs im Familienbetrieb. Mit 17 machte er sich als Tabakhändler selbstständig. Ende 20 hatte Heinrichs genug verdient, um sich zur Ruhe zu setzen. Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Zurück in Köln gründete er das Haus der 10.000 Pfeifen. Außerdem hat er eine eigene Zigarettenmarke. 175 Millionen Stück gehen davon jährlich über die Ladentheken. Würde ein Bild von einem Säugling oder sonst irgendwelche Bilder, grauenhafte Bilder, würde mich persönlich stören. Schon die ersten Gesundheitshinweise gefielen Heinrichs nicht. Der Unternehmer reagierte sofort. Schnell kümmerte er sich um eine alternative Verpackung. Kleine Ledertaschen in passender Größe. Doch Bilder wie diese wird es erst in 2 Jahren auf deutschen Zigarettenpackungen geben. Dann wird die EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Rauchverbote rücken immer mehr in den Fokus der Politik. Seit 2013 gibt es ein absolutes Rauchverbot in den Kneipen NRWs. Und tatsächlich, die Zahl der Raucher ist rückläufig. Ob auch die Schockbilder vom Rauchen abhalten? Gesundheitsexperte Dr. Hans-Eckard Linstedt vom Medizinischen Dienst der Stadt Leverkusen bezweifelt das. Die Tatsache, dass man etwas weiß, führt nicht automatisch dazu, dass man auch etwas tut, also dass man sein Verhalten ändert. Und Verhaltensänderungen gehören zu den schwierigsten Projekten, die Menschen in ihrem Leben überhaupt machen können. Die Leute werden sich die Bilder gegenseitig zeigen, vielleicht werden sie die auch sammeln und darauf warten, dass irgendwann neue Bilder kommen. Aber die werden das Rauchverhalten nicht beeinflussen. Zumindest nicht das Rauchverhalten von Peter Heinrichs. Er wird seine Einstellung auf jeden Fall nicht so bald ändern. Das Leben ist erstmal da, um es zu genießen. Und Bala, Liebe zum Schwert, wenn das Leben überhaupt nicht mehr aus schönen Dingen bestehen kann, weil sie einfach ungesund sind oder dick oder sonst was machen, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann ist ein Leben auch nicht mehr lebenswert. Ob die Schockbilder die Kölner tatsächlich abschrecken, wird sich zeigen. Doch eins ist klar, die Luft für Raucher wird immer dünner.